Perfect Day ist tatsächlich mein 8. Album. Ich bin ehrlich gesagt mit jedem Album immer perfektionistischer geworden. Deswegen ist auch Perfect Day das mit Abstand aufwendigste Album geworden, was ich jemals aufgenommen habe. Vincent Sorg ist nicht nur der Produzent des Albums, sondern vor allen Dingen auch ein sehr guter alter Jugendfreund von mir. Wir kennen uns, glaube ich, seit ich 17 bin. Wie lange das jetzt her ist, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber wir haben immer schon zusammen Musik gemacht. Er ist dann so ein bisschen einen anderen Weg gegangen, sehr erfolgreich. Ist ja auch Produzent der Toten Hosen und hat riesen Erfolge damit gefeiert. Und ich mag auch gerade den Input, den er bringt, denn er kommt natürlich aus einer etwas anderen Ecke und hat auf viele Ideen von mir immer noch so eine andere Sichtweise. Und da befruchten wir uns gegenseitig. Der Song Feels Like Home soll für mich eigentlich so ein bisschen Cabrio-Feeling in den 60ern sein. Ich stelle mir vor, man fährt gut gelaunt mit der Liebsten oder dem Liebsten da so die Serpentinen entlang und hat einfach Spaß am Leben. Und der Song hat natürlich auch noch so eine etwas andere Bedeutung. Als Musiker ist man ja sehr viel on the road unterwegs und auch dort kann man sich tatsächlich home fühlen. Ich bin ein großer Fan der Rocky-Filme und habe irgendwann mal mir alle, ich glaube es sind 5 oder 6 Stück oder vielleicht sogar 7, alle hintereinander weggeguckt. Und auch als Kind der 80er stand ich natürlich ganz besonders auf den Titel Eye of the Tiger. Und irgendwie da hat es mich gepackt, da mal vielleicht eine witzige Coverversion draus zu machen. Und der Song hat ja im Original so eine bestimmte Kraft und die habe ich versucht mit der Big Band, mit meiner Big Band zu übersetzen. Und ich glaube, das ist ganz witzig geworden. What about love? Die Baseballs sind alte Freunde von mir und wir haben immer schon mal darüber gequatscht, wenn wir uns bei TV-Auftritten und so gesehen haben, es wäre doch mal schön, wenn wir mal irgendwas gemeinsam machen, auch musikalisch, weil wir immer so viel Spaß dabei haben, gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Und dann habe ich mir überlegt, ich schreibe mal so einen Song, der so ein bisschen uns beide so einfängt. Einmal das, was die Baseballs machen, so ein bisschen Rockabilly und das, was ich mache, so 60er Jahre, Swingmusik, so ein bisschen Oldschool. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen und es hat einen Riesenspaß gemacht, das mit denen aufzunehmen. If I make up my mind to see a move. Ich bin ja ein großer Freund der alten Easy Listening Sachen und da gibt es ja in Deutschland 2 große Namen, einmal James Last und natürlich der berühmte Bert Kempfert. Und ich hatte beim letzten Album einen Song von James Last schon in meinem Stil einbauen dürfen und habe dann mal meine ganze Plattensammlung an Bert Kempfert Platten durchgehört und habe da diesen kleinen, sehr süßen Trompetentitel gefunden, zu dem ich dann einen kleinen Text geschrieben habe, denn ich bin ja nun mal Sänger und habe mir glücklicherweise die Erlaubnis holen dürfen von Doris Kempfert, der Tochter von Bert Kempfert, den auch aufzunehmen. Den Bert Kempfert-Song hatte ich direkt von Anfang an als Duett konzipiert und dann ist natürlich die Frage, wen bekommt man dazu, mit mir zu singen? Und ich hatte so eine Idee, es müsste so eine leichte kleine Stimme sein, so wie damals in den 60er Jahren die französischen süßen Sängerinnen gesungen haben. Gar nicht groß, gar nicht bluesig, gar nicht so eine Rockröhre, ganz klein und zart und lieblich. Und ich habe lange gesucht, aber wir haben glücklicherweise die wunderbare Natalia Avalon gefunden und die hat dann das Duett mit mir angesungen. Wunderhübsch. Swing ist ja eigentlich so ein bisschen die Popmusik der alten Zeit und für mich ganz besonders interessant ist, dass die Songs einfach sehr interessant sind, die sind harmonisch nicht langweilig, das sind wirklich tolle, tolle Lieder, die damals geschrieben worden sind und sie haben natürlich auch einfach den Swing. Wenn ein Song swingt, dann ist das für mich das Tollste, was es gibt. Ich mache das mit meiner Band, ich liebe es, dafür mache ich eigentlich Musik. Ich habe natürlich einen sehr breiten Geschmack. Ich mag fast alles aus der Zeit der 50er bis 70er vor allen Dingen. Das ist so ein bisschen meine Kernliebe. Und da fallen natürlich auch ganz unterschiedliche Sachen darunter. Da gibt es einmal dieses ganze American Songbook, Frank Sinatra, Dean Martin und Konsorten, diese ganzen amerikanischen Klassiker. Es gibt natürlich aber auch die wunderbaren Bond-Songs. Ich liebe James-Bond-Filme und wir haben ein ganzes Programm nur um diese Bond-Songs und Agenten-Songs gestrickt und gehen damit auf Tour. Wir haben also immer eine Abwechslung mit verschiedenen Programmen und natürlich jetzt spiele ich auch und freue mich sehr darauf, die eigenen Songs präsentieren zu dürfen in meiner Band. I don't know why you make me feel.
dass ich geheiratet habe, war tatsächlich der perfekte Tag für mich und auch ein perfekter Tag unter vielen. Es ist gerade super viel passiert. Ich habe das Album endlich fertiggestellt. Das war ein perfekter Tag. Wir haben tolle Videos dazu gedreht. Das waren auch perfekte Tage. Die Hochzeit war ein perfekter Tag. Und ich hoffe natürlich, dass ich sowohl mit dem Album als auch auf Tour, als auch in meiner Ehe noch viele, viele perfekte Tage erlebe. You've taken all the pieces broken.